Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier. Auf dem Marsch. Ich sehe gerade, unser Fahrer ist ein bisschen neben Kurs. Das heißt, wir werden ein bisschen korrigieren müssen. Und zwar, er ist erstaunlicherweise daneben. Das ist aber bestimmt von Flügen übrig geblieben. Und jetzt fährt er genau auf die Mitte. Wir pressen Heu. Heuballen. Und zum Schluss müssen wir garantiert einmal. Gut, der erste Ball ist ja Gras, war ja klar. Und die Heuballen werden ja eigentlich nicht gewickelt normalerweise. Wüste. Aber sie werden aufgerechnet, das ist richtig. Gut, das passt. Boom. Oh, gerade den Preis gesehen. 4000. Naja, Labor ist teuer. So, 50. Dann gehen wir ganz kurz rauf. Schluffiger Ton. Achso, und Lehm. Also man könnte davon ausgehen, dass das so entsprechend weitergeht. Warum das so ist, wer die Bohnentypen hier so reinbringt, keine Ahnung. Ob es von der Standardkarte so organisiert wird, das weiß ich nicht. Und was sagt uns der Rest? Der pH-Wert ist eigentlich ganz okay. Der Stickstoff ist schlecht, gebe ich ehrlich zu, ist rot. 0 bis 20 Kilogramm pro Hektar oder ja, da ist ganz rot. Wir werden mal so mal kurz gucken. Das müssen wir ändern. Die Fahrzeuge anklicken wollen, dann müssen wir hier rangehen. So, heißt, hier sehen wir Gras aus. Das heißt, kurz nachdenken. Der ist fertig. Das ist unser Schwatter. So, Kursplay, Arbeitsmodus, hier Düngemodus und so. Das ist okay. Können wir gucken. So, Kursgenerierung. 50. Den Kurs speichere ich mal sicherheitshalber ab. 15 Meter, Fahrgewende machen wir 2 und links herum eigentlich normalerweise. Ob ich hier mal scharf probiere? Ich probiere es mal. Automatisch Uhrzeigersinn, ne? Also links herum. Generiere Kurs. Und einstellen. Den Kurs speichern wir ab, weil das dauert garantiert länger. 48 Minuten. Könnte eigentlich reichen. Von der Zeit her, aber wie gesagt, ich muss ja auch in Zukunft speichern können. Also, das mal da an können. Halt 50 haben wir noch nicht. Besser sagen wir so, Aussaat. Halt 50, ich sag mal ganz grob Getreide. Weil das ist die Sämaschine dafür, wo die auch laut Modliste ja auch anders kann. Aber das ist halt diese Hauptarbeitsgerät, ein Fahrzeug. Punkt. Da wird schon grün. Jetzt kommt hier schon ein Hinweis. Also hier geht automatisch 700% Stickstoff. Es könnte sein, dass wir in Zukunft weniger Dünger brauchen oder ein bisschen mehr. Also 200 Kilogramm pro Hektar. Also das kommt schon bei Kettle und Crops schon sehr, sehr nahe. Wobei wir hier wiederum das automatisch haben. Also wir müssen das nicht manuell einstellen. Ob das auch klappen würde mit alleine fahren? Weiß ich nicht. Ne, man kann ja hier eine Karte erkennen. Aha, ist grün. Das ist gut. Hier geht es ja um scharfen Wendemodus. Ne? Also, da
damit wir nicht diese Flecken haben zum Nacharbeiten. Das ist ja auf Dauer nicht. Oh, der Tomaten. Die sind nicht schön, ne? Ja, wenn wir Kassetten brauchen, ich das sehe. Oh, da müssen wir mal sehen, dass wir uns mal das darum kümmern, dass wir Kassetten kriegen. Kassetten können wir sicherlich irgendwo kriegen. Über Hochverkauf. Da müssen wir mal beschäftigen. Das heißt, beschäftigen mit, ja, wir brauchen Gewächshäuser, ne? Plus 160 Kilogramm, also ergänzend im Prinzip. 40 waren drauf gewesen, also 160 Kilogramm dazu. Gut, Dünger, ja, wird wohl reichen, ne? Ja, nehme ich mal an, ne? Hier macht er rund, okay. Gut, dann gehen wir in die nächste Aufgabe, und zwar auf, denk mal, dass Hof 3, Feld 3 angekommen ist. Der ist beschäftigt. Der war fertig. Dann werden wir den zurückfahren lassen. Und zwar entlassen. Alt 0. Schwader senken nicht. Hof. Hof. Das kann er gut automatisch machen. Vielleicht kaufe ich das Feld noch, aber aktuell sieht das nicht so. Müssten wir irgendwo Geld verdienen. Gut, Heu macht er gerade, sehe ich gefüllt. Also Heuballen. Ja, das war Zufall, den ich gesehen habe. Dann müsste ich beim nächsten Mal den Kurs ändern. Fährt eher nicht lang. Über. Na gut. Vielleicht muss er hier wenden. Ob ich das Fahrzeug jetzt erreiche? Das weiß ich nicht. Das wäre Pech gehabt. Das sieht gut aus. Freut mir. Da geht's nicht weiter. Das ist mir komisch. Bei Mist muss ich auch sehen. Angekommen ist er. Feld 3. Sehe ich gerade. Gut, das nächste Feld, ne? 3. Das sind die Felder. Wir brauchen ja die Werte, damit wir entsprechend automatisch den Dünger abgeben können, ne? Das ist das ganze Problem. Leider. Aber ich sehe das mal als schöne Erweiterung. Das ist, wir können jetzt nicht mehr so von Jahr zu Jahr eilen. Ne? Das kommt vorher auch schon nicht. Wir müssen noch ein bisschen genauer arbeiten. Aber ich denke mal, schätze mal ungefähr, das würde zeitlich ein bisschen mehr Zeit kosten. Auf jeden Fall. Aber kostenmäßig denkt man, das wird sich ausgleichen, weil die brauchen ja nicht mehr so viel Düngen, ne? Wenn die BGH mal richtig arbeitet und wir haben genug Gärreste, muss man gucken, dann können die auch mal Gärreste ausbringen. Bei Gelegenheit. Der 3 war nicht allzu groß, das sollte eigentlich nicht lange dauern. Die Frage ist nur, ob wir so viele Bodenproben nehmen müssen, ne? Das ist die andere Frage bei. Ob da nicht 3-4 Proben ausreichen würden. Ich meine, klar. Es ist ja genauer, wenn wir viel mehr haben, ne? Ansonsten müsste man sich das rechnen lassen und den Durchschnittprinzip, ne? Vielleicht gibt es ja bald schon Kurs bei Kursplay. Mach mal die Bodenproben fertig, ne? Lass mal arbeiten, ne? Da können 3-4 Geräte arbeiten, ne? Theoretisch.
brauchst du mehrere Fahrzeuge, ne? Daran denke der heutige Tag, freie Tag ist im Prinzip vorbei. Der Wahnsinn. Ja. Bis 10 Uhr geschlafen, bis noch getan, Haushalt, Mittag gekocht, schon war Tag vorbei. Und morgen früh wieder aufstehen, 3:30. Oder bin ich ein Freund von, so früh. Aber das muss sein, ne? Ohne Arbeit geht leider nicht. Homeoffice arbeiten, das funktioniert bei mir nicht. Meine Arbeit fordert meine Anwesenheit. Ne? So weit sind wir noch nicht. Und wenn das so weit wäre, dann wäre auch keine Arbeit mehr vor Ort notwendig. Aber Heupressen klappt. Die Begabe hat nicht funktioniert, weil ich da auf den verkehrten Arbeitsmodus gestellt habe im Prinzip. Nein, das nicht, aber auf verkehrten Startpunkt. Und viel wichtiger war, ich habe vergessen von Flügen auf Null zu stellen. Ne? Der Flug hat ja im Prinzip Versatz gehabt. Und das hatte ich auch nicht gedacht, dran gedacht. Sonst wäre das funktioniert, ne? Dann müssen wir irgendwann wieder Heu hochbringen, ne? Ja, es gab ja für Ziesen auch ein Update. Ob das mit diesem DLC zusammenhängt, das weiß ich nicht. Was ich gelesen habe, ist es unkrautmäßig was für einen wurde. Es ein Geo-Mod geben wird für erweiterungsmäßig für die Marsch. Eine neue Version, es gibt ja eine, aber eine neue Version, weiß ich gar nicht jetzt. Ich glaube auch die 1.9er Version. Mal schauen. Finde ich aber Mod-Hoster normalerweise. Auch dieses Jahr haben wir eine Produktion neu, das ist die Zuckerfabrik. Das wird auch reichen müssen, denke ich noch. Geldmäßig können wir nicht kriegen mehr. Der Ballensammelwagen ist ja bei bei BGH. Bei der anderen, nicht die wir jetzt gerade sehen. Da müsste man sehen, ein paar Ballen noch reinstellen. Ein Trigger. Und dann müsste ich bald Heu sammeln. Oder hier soll ja Raps raus. Deswegen muss ich die Bohnenproben nehmen. Dann könnten wir eigentlich eine Tracht kriegen von 125%. Wenn es optimal läuft. Plus den Ertrag von da könnten wir ganz gute Ernte einfahren. Ne? Mengenmäßig meine ich jetzt. Ja, das folgt heute immer Schuss. Also, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wenn ihr morgen ist Samstag. Also heute habt ihr ja bald entweder habt schon Feierabend oder ihr bekommt Feierabend. Es sei denn, ihr habt das Pech und das Glück, mit Schichtsystem zu arbeiten. Das ist so eines ist Pech, so anderes ist das Glück.
mal so sehen, wie es optimal läuft. Ich persönlich habe die Woche Glück, weil ich Frühschicht habe. Für einen Freitag ist es gut, weil dann habe ich ja pünktlich Feierabend um 11:45 und bin um 12:30 zu Hause. Wenn nicht dazwischen läuft, ab und zu mal kaufe ich noch ein, also am Freitag ganz kurz. Stand heute werde ich wahrscheinlich dann Brot kaufen. Weil ich habe dann nächste Woche Spätschicht und da müsste ich dann Samstag einkaufen fahren, was ich persönlich nicht so gerne mag. Wenn ich alles andere da habe, dann mache ich es nicht so gerne, weil dann nur wegen Brot den Einkaufen fahren mache ich auch nicht. Ich werde mal schauen, ob ich Freitag Brot bekomme. Dann habe ich die ganze Woche Ruhe und nicht die Woche darauf. Brot ist nämlich nur für die Arbeit wichtig, dass ich da was zu beißen habe. Ganz ohne möchte ich auch nicht. Obwohl es sicherlich eine Diät gebrauchen kann. Aber ich würde es auch überleben, eine Woche kein Frühstück essen. Ne? So, das sieht gut aus. Ob das mal automatisch geht, das wäre praktisch. So, hier noch zwei Proben, da in der Mitte einmal rein, fertig, reicht aus. Dann können wir. Das ist unser Rübenfutzi, sehe ich gerade so. So, schickt mal ab. Z. Okay, dann schicken wir den auf. Feld Nummer 21. Und dann können wir gleich unser Rübenfutzi abschicken. Mit Kursplay mal probieren. Bodenproben nehmen. Das klappt? Ich glaub's nicht. So. Feldarbeit. Kursgenerierung. 21. Vorgewende machen wir 1. 3 Meter. Geben wir ganz viel auf weiß ich, 18 Meter oder so. Mit Mauspad geht auch. Das geht schneller. Ach, machen wir 20 Meter. Das sollen wir mal probieren. Von hm. Kann nicht mehr klar. Okay, habe ich sogar ahnt. Zuschauer, das soll doch für heute viel gewesen sein. Sag mal tschüss, ciao. Das wäre auch so schön, um wahr zu sein, ne? Ich werde gleich weitermachen mit Bodenpump und wir schicken unseren Rübenfahrer los. Tschüss und bis ciao, bis denne. Tschüss.